Hallo ihr Lieben, es ist der Weite Mili. Hello Dears, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich zeichne heute wieder mal auf Wunsch, es wurde auch Zeit. Und ich werde versuchen in nächster Zeit mehr Wünsche zu erfüllen, denn die Liste ist schon ziemlich lang geworden. Und ich habe Angst, dass ich irgendwann den Überblick verliere, was wer sich gewünscht hat, beziehungsweise dass ich einfach nicht nachkommen kann mit all den lieben, süßen Wünschen, die ihr mir unter den Videos so lieb und nett schreibt. Das ist wirklich süß. All die Kommentare, die ihr mir schreibt, ich finde es großartig, wie sich alles da so entwickelt und wie lieb und nett ihr seid, zumindest die meisten von euch. Und ja, und ich erfülle gerne Wünsche, natürlich, wenn sie zum Kanal passen. Und in diesem Fall zeichne ich einen Wolfsspitz, einen kleinen Welpenhund. Ich habe mir einen Welpen ausgesucht, weil ich in letzter Zeit irgendwie, ja, was heißt in letzter Zeit, also das letzte Video war das Video mit dem Testral, so. Und es war ein, ja, ich sag mal, ein relativ gruseliges Tierchen. Und ich habe wieder mal Lust auf irgendwie so süße kleine Welpen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht, glaube ich. Der letzte Hund, den ich mal gezeichnet habe, der war auch eher ein erwachsener Hund. Und jetzt habe ich diesen Wolfsspitz gesehen, diesen süßen kleinen Welpenhund. Und dann habe ich mir gedacht, genau dieses Foto ist so schnucklig, dass ich das genau so zeichnen muss. Und ich habe jetzt einen grauen Polychromos hier, mit dem ich das Ganze begonnen habe. Es ist kein Bleistift, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich zeichne am liebsten, wenn ich schon mal mit Polychromos zeichne, zeichne ich auch die Vorzeichnung mit Polychromos. Man kann auch radieren, muss man aber nicht, wenn man es fein genug macht und leicht genug macht. Und ihr seht, allein die Vorzeichnung ist bei mir so ein Durchprobieren. Und ich zeichne bereits jetzt schon die Haare mit. Die sind ja auch mehr oder weniger schon die Outline. Und die Haare sind ja bereits in dieser Schraffurform, in der ich später dann schraffieren werde und schattieren werde. Und die unterstützen auch dieses ganze, also den Haarwuchs und das ganze Fell, das wir dann sehen werden. Man muss natürlich ein bisschen nur aufpassen, dass die Form einigermaßen stimmt, aber ihr könnt bei dieser Art von Zeichnung, bei diesem Hund, eigentlich gar nicht so viel falsch machen, wenn ihr euch einfach nur daran hält, dass ihr immer wieder mit dieser Schraffur, also mit diesen Härchen, die ihr da macht, immer wieder nachkorrigieren könnt. Denn wir machen das natürlich wieder super flauschig. Also hier im Gesicht hat er natürlich genauso seine Härchen und genauso muss man vor allem jetzt im Gesicht hier aufpassen, wo man welche Härchen macht, wie die genau aussehen, wie das Näschen da ist. Also hier hat es einen ziemlichen Glanzpunkt, so wie ich das sehe. Also ich möchte auf jeden Fall jetzt erstmal das Auge machen. Und zwar am besten genauso, wie ich das hier auf dem Foto sehe. Weil, wie gesagt, ich habe mich total in diesen Welpen verliebt hier und finde ihn einfach mega schnucklig. Und versuche das jetzt genauso. Also er guckt so leicht nach vorn. Und er hat also das Auge selbst hat so eine Umrandung, also praktisch das Augenlid und hier auch. Und genau das will ich auch unterstützen. Und hier ist es natürlich dunkler. Hier das Näschen machen wir auch mal gleich. Einfach andeuten, wo die dunklen Stellen sind. Und hier auch, hier ist es auch relativ dunkel. Und hier ist jetzt ein Auge leicht zu sehen, aber nicht wirklich viel. Also ich mache da ganz wenig, ja.
Ich nehme jetzt erstmal Blau für die Augen, obwohl ich keine Ahnung habe, welche Farbe tatsächlich dieser Hund hat. Sie sind auf jeden Fall sehr dunkel, die Augen, mit Glanz. Und ich sehe hier auf dem Foto so ein leichtes Blau. Es kann sein, dass das nur irgendwie Himmel oder so. Ja, und wie ihr seht, also ich mache sehr viel mit Grau diesmal, wobei der Hund an sich jetzt nicht nur grau ist. Wir brauchen, also für diesen süßen Welpen brauchen wir auf jeden Fall auch eine Grundfarbe. Und ich möchte überall schon diese Grundfarbe bereits machen. So, wir haben jetzt eine Grundfarbe. Ich habe das jetzt einfach mal ganz, ihr seht hier, ich habe das einfach ganz, also locker ausgemalt. Und zwar mit dem Stift von Zehner Color Wheat. Und jetzt gehe ich ganz normal mit dem grauen Stift rein und werde versuchen, natürlich vor allem zuerst das Gesicht zu machen. Das ist wichtiger als der Körper, den können wir später noch machen. Also hier hat unser Hundewelpe was Dunkleres, genau über den Augen. Und hier ist er auch dunkler. Und da müssen wir jetzt einfach mit diesen ganz feinen Strichen all das betonen und immer dunkler werden. Und am besten genauso, wie ich es euch hier vorzeichne. Also wirklich mit dem Kopf so mitgehen, einfach den Kopf an sich mitschraffieren in dieser Form der Härchen. Die Ohren sind ganz leicht dunkler. Ich hoffe, ihr seht hier alles. Also ich habe hier ein bisschen an der Kamera herumgeschraubt. Ich wollte einfach, dass ihr aus der Nähe alles sehen könnt. Und also einmal wirklich aus der Nähe, weil ich keine große Zeichnung machen will, sondern ja eher was Kleines, Feines, damit wir auch nicht so lang brauchen. Und man kann ja auch in einem kleinen Format erklären, wie man so einen süßen Hund zeichnet. Hier ist es dunkler unter dem Ohr. Und wie gesagt, diese Ohren sind grundsätzlich beide dunkler. Und hier sind die ganzen Härchen. Bitte am besten die Stifte öfter spitzen. Ich muss jetzt auch gleich wieder spitzen. Und mittlerweile mache ich es so, dass ich versuche, euch das Spitzen an sich aus dem Video rauszuschneiden, damit es einfach nicht zu lang wird. Also ich spitze immer mal wieder, da wo ich schneide, ist es oft deshalb, weil ich gespitzt habe. Immer schön mit gespitztem Bleistift, weil wir wirklich hier sehr, sehr feine Linien brauchen, damit das Ganze auch schön wird. Hier unter dem Auge irgendwann fängt es auch an, dunkler zu werden, aber zuerst haben wir eine richtig schöne helle Stelle. Und ich brauche jetzt das Grau einfach für diesen Ton. Also die Schnauze selbst ist recht grau, vielleicht sogar fast schwarz. Und hier seht ihr, also ich mache das, weil ich einen Grundton brauche, mache ich es noch nicht in der Schraffur, also in der Haarrichtung, sondern einfach mal als Ton. So ganz fein, so Drehbewegungen mehr sogar. Und dann müssen wir dunkler werden. Also sein Näschen ist, also hier hat es ein kleines Loch. Ansonsten ist es relativ, ja, wie soll ich das sagen, glänzend, ja, und relativ hell, weil es glänzt. Also im Prinzip ist seine Nase zwar sehr schwarz, aber weil sie so glänzt. Und hier haben wir eine sehr feine Linie, die müssen wir auch betonen. Hier gehe ich jetzt mit diesem schwarzen Stift rein, weil wir wirklich hier eine ganz zauberhaft schöne Geschichte brauchen. Aus Haar, Härchen
Und hier über dem Auge ist es relativ hell bis zu dieser Linie und bis zum Ohr. Also unter dem Ohr ist es dunkler. Das Ohr selbst ist auch dunkel und flauschig. Und es ist so ein, ja, so das Ohr ist so ein Schlappohr ein bisschen. Und dann zeichnen wir einfach weiter. Hier gehe ich jetzt einfach mit diesem Grau rein, weil zwischen den Strichen vom Schwarz und meiner Grundfarbe sich so eine, ja, so eine, ja, wie soll ich das nennen? Also es bildet sich zu viel Weiß, zu viel helle Stellen, die ja nicht fein und nicht flauschig genug wirken. Und deshalb muss ich mit dem Grau rein, um dieses Weiße, also diese weißen Blitzer praktisch, das will ich sagen, die weißen Blitzer abzumildern. Denn hier die Schnauze selbst ist recht dunkel und ich will nicht, dass man bemerkt, dass ich da einfach so kritzekratze gemacht habe, sondern ich möchte diese ganz feinen Flächen und feine Härchen einfach sieht, dass es wirklich auch Härchen sind. Hier ist es ein bisschen dunkler vorne, müssen wir ein bisschen abdunkeln. Wobei ich den Hund jetzt nicht zu schwarz machen möchte. Also es kann sein, dass mein Hund einfach so eine hellere Rasse ist als der, den ich hier auf dem Foto habe. Der ist sehr süß, aber da müsste ich sehr viel nachschwärzen, um den genauso zu machen. Und da lasse ich mir schon die Freiheit zu sagen, wie viel Schwarz nehme ich, wie viel hat der Hund selbst. Wer hat sich diesen Hund gewünscht? Bitte sagen. Ich habe den Namen vergessen aufzuschreiben, aber ich habe den Namen öfter gelesen, beziehungsweise der Wunsch kam öfter. Ich weiß jetzt nicht, ob von der gleichen Person, das kann schon sein. Bitte melde dich, wenn du das siehst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du sagst, dass du das warst, damit ich einfach weiß, okay. Derjenige, der sich das gewünscht hat, hat es auch gesehen. So, und dann gehen wir hier weiter. Also den Körper machen wir jetzt weiter. Das wird immer feiner und immer aber auch freier, weil wir beim Körper nicht so viel falsch machen können, wie zum Beispiel jetzt im Gesicht. Hier machen wir ein bisschen mehr Flauschigkeit. Am Körper sieht man mehrere Stellen, wo praktisch die Farbe wechselt. Also wo der Hund, zum Beispiel hier sieht man eine dunklere Stelle, weil dieses Bein, das er hat, also man sieht es hier so ein bisschen, es kommt durch den Fuß und das ist hier so das Bein, so drüber kommt und hier wird es dunkler. Ja, und der Hund selbst hat ja nicht eine Farbe, sondern mehrere, die durch den ganzen Körper gehen und abwechselnd sind. Und das muss man auch beachten, wenn er jetzt so sitzt, dass man alle Farben berücksichtigt und immer so färbt, wie er eigentlich ist. Und ihr seht hier, ich mache einfach weiter, immer in dieser Form. Und schön feine Linien machen. Je mehr Linien ihr habt, desto feiner wirkt es. Je weniger Linien ihr habt, desto gröber wirkt es. Und weil mehr Linien mehr Arbeit sind, deshalb bemerkt man eigentlich solche Illustrationen, merkt man ihre Qualität, beziehungsweise empfindet man ihre realistische Darstellung wirklich an der Anzahl der Linien oft, also wenn es in diesem Stil ist, natürlich, andere Stile sind anders. Aber diese Zeichnung ist zum Beispiel auch sehr klein, also würde ich dieses Ganze auf ein, ja, sagen wir, A4 Blatt oder noch größer machen, dann würde ich auch sehr viel mehr Linien machen und es würde sehr viel feiner und realistischer sein und so merke ich oft, also so Illustratoren oder
hier auf YouTube viele Zeichner, die das so machen. Hier möchte ich es ein bisschen feiner. Und diese Biegung, diese süße Biegung ist hier süß. Und dann hier um die Augen. Also ihr seht hier, es wird immer feiner. Und genau das war ja auch unser Anliegen, unser Ziel, dass vor allem das Gesicht auch feiner wirkt. Und hier auch das Näschen. Also das Näschen, da bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher, wie viel Schwärze ich es machen soll, denn es glänzt gleichzeitig, ist aber auch dunkel. Und auch hier das Ohr, das Schlappohr, das geht hier nochmal runter. Und hier müssen wir uns besser mit den restlichen Härchen verbinden. Und auch schön die Flauschigkeit hier betonen. Nicht vergessen, es flauschig zu machen. Genau. Ja, und natürlich wachsen diesem süßen kleinen Schnuffi auch Härchen, ganze Härchen aus dem Gesicht. Und auch hier. Hier wird es dunkler, hier die Brust selbst ist ein bisschen dunkler. Und hier haben wir mehrere so Teile, also so wo der Körper und die Biegungen kommen, sind hier einige Fältchen praktisch entstanden. Und die werden auch ein bisschen dunkler. Hier könnt ihr gerne auch ein paar flauschige so Flauscher machen. Ein paar Härchen. Und hier hat er total süße Pfoten, also da ist eins und zwei und noch mein drittes sogar hier schwarzes. Und hier ist auch mehr. Also ich muss natürlich so eine Outline will ich nicht machen, aber an sich sind diese Härchen schon mal die Outline. Und hier, wo der Bauch ist, ein bisschen abdunkeln, damit man merkt, der Hund sitzt drauf und da ist ein bisschen mehr Schatten. Ich weiß nicht, wie klein oder wie fein ihr solche Zeichnungen macht. Es würde mich interessieren. Ich kann nur empfehlen, sagen, bitten, dass ihr mir auf Instagram folgt. Dort gibt es ganz liebe Leute, die mir immer wieder ihre Sachen zeigen, wo ich mich wahnsinnig freue darüber. Und ich würde mir mehr wünschen, dass mehr Leute einfach was zeichnen und mich markieren, damit ich es sehen kann, damit ich das auch ja, bewundern kann. Und es würde mich auch interessieren, in welcher Größe ihr zum Beispiel eure Sachen macht. Manchmal sieht man das gleich, also Illustratoren, denen ich zum Beispiel folge. Die machen auch, also eine macht so ganz kleine Zeichnungen, die wirklich wie so aus dem Bleistift herauskommen. Das finde ich sehr süß. Und da sieht man einfach, dass die Zeichnung so winzig klein ist, also da hat sich der Illustrator wirklich bemüht, so eine Miniatur zu machen. Und ich versuche das auch bei meinen Zeichnungen so darzustellen. Also meine sind klitzekleine Illustrationen. Und wenn ich die Stifte daneben fotografiere, dann weiß man, okay, das ist tatsächlich die Größe, weil man ungefähr weiß, was so ein Buntstift oder Bleistift an Größe hat. Also hier seht ihr, wo ich die Grundfarbe gemacht habe. Hier kann man jetzt ganz fein, also wirklich mit einem ganz, ganz spitzen Bleistift, mal ein bisschen die Härchen nachkorrigieren. Und auch hier, da wo keine Härchen zu sehen sind, ein bisschen ein paar machen. Da sieht man dann diese Flauschigkeit und Weichheit. Und ja, also meine Lieben, das war's für heute, so mehr oder weniger. Ich habe jetzt bei diesem Hund kein Schwänzchen gezeichnet, weil ich auf diesem Foto kein Schwänzchen sehe.
Und ich habe kein anderes Foto ausgedruckt, dummerweise. Ich glaube, der Schwanz von diesem Hund ist sehr, sehr flauschig und süß. Ich weiß aber nicht, wie der bei Welpen aussieht, weil Welpen haben oft einen kleineren, also kleines Schwänzchen. Und das weiß ich jetzt nicht. Von daher verzeiht ihr mir bitte, wie gesagt, auf diesem Foto ist das nicht zu sehen. Er hat ihn wahrscheinlich angewinkelt und sitzt drauf oder ist auf der anderen Seite. Das sagen ja immer die Kinder, wenn ich irgendwie frage, warum hast du jetzt dies und das nicht gezeichnet? Wo ist das Haus oder wo ist? Dann sagen die immer, ja, das ist auf der anderen Seite oder so. Und jetzt mache ich es wie die Kinder. Also, das Schwänzchen von meinem Hund ist auf der anderen Seite. Und wenn er sich umdreht, würdet ihr ihn sehen. Jetzt seht ihr ihn aber nicht. So, ihr Lieben. Ich habe diesen Hund wirklich nur mit drei Tönen gemacht, also grauer Polychromos und zwar warmgrau, die Nummer 274, schwarzer Polychromos 199 und dieses 10er Color Wheat Nummer 046. Ja, ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis bald, eure Dani. Tschüss.